Ja, liebe greif, greif mehrfach an, du kleiner Sack, du. Reopen! Der heilt sich ja wirklich immer wieder, ne? Kann der sich auch mal nicht heilen oder ist das unmöglich für den? Right. Now watch. All right. Right. Bruder, der ist, also der ist wirklich Abfuck hoch 10. Thank you. Leave it to me. No problem. Hä, der heilt sich, der hat sich schon wieder geheilt. Thank you. Not yet. They're open. Ja, ich kann den nicht besiegen, wenn der sich immer wieder heilt. Dann ist es GG. Right. Der heilt sich legit durchgehend. Arcus. Alright. Thank you. I can do this. Nerviger, gottverdammter Bastard, Alter. Alright. I can do this. Oh mein Gott, macht der auch viel Schaden. Heavy, kann man den besiegen? Also eigentlich müsste das schon gehen, theoretisch, aber ich habe gerade irgendwie so ein bisschen meine Zweifel, ob das geht. It's my turn. Also der ist OP. Der ist OP as fuck. They're open. I can do this. Jo, das ist jetzt auch ganz schlecht. Oh, Gott sei Dank dem Crit ausgewichen, Alter. No problem. Right. Thank you. It's my turn. They're open. Right. Let's go. All right. Now. That's embarrassing. No. Nerviges Scheißviech, Alter. Thank you. No problem. Der hat sich schon wieder geheilt. Alter. Bro, was ist das? Wie besiege ich den? Der hielt sich durchgehend. Was ist das für eine dreckige, gottverlassene Scheiße, Bro? Alter, weißt du was? Ja, komm, kill mich. Ich muss nochmal neu starten. Ich, Alter, ich hasse Gegner, die sowas tun. Das sind noch schlimmer als One-Hit-Gegner. Das sind Gegner, die sich mit jedem Hit healen. Die einfach Lifesteal haben. Right. What is this garbage? Light. Right. Er darf mich halt nicht treffen, ne? Der darf mich nicht treffen. No problem. Ah, die sind auch noch nicht mal miteinander verbunden. Warum denn nicht? It's my turn. Warum denn nicht miteinander verbunden? They're open. Right. Bruder, der, also wenn der nicht, also wenn das nicht das schlimmste Gegner im ganzen Spiel ist, dann weiß ich auch nicht. Das ist schon. They're open. Der qualifiziert sich ja aber gerade richtig. Thank you. It's my turn. They're open. I can do this. Ich muss auch durchgehend healen. Ich komm nicht mal dazu, einmal mit Alyssa was anderes außer Healing zu machen. Er ist wieder voll. Ich glaub das nicht. Er ist wieder voll, Leute. Er ist wieder voll live. Wie mache ich das? Muss nachdenken. Wie besiegt man diesen Gegner? Ist der lahmarschig vielleicht? Ist der nicht so schnell? Läuft der langsam? Aber wir können wieder neu anfangen im Übrigen. Das ist ja schon wieder GG. It's my turn. Ja, komm, stirb einfach, geil. Komm schon. Leave it. I can do this. Gegen den kann man nicht gewinnen. Nicht indem man ihn ganz normal angreift. Dafür hielt er sich zu schnell wieder hoch. I can do this. Ich muss den weg erst craften, sobald ich ihn relativ low habe. Ich glaube, das ist ja auch, das hat mit super viel Glück auch mal wieder zu tun. Ach, ich liebe es, wenn Spiele mit Glück zu tun haben, ist das immer geil. Ihr müsst irgendwie an unterschiedliche Seiten laufen, oder? Also. Alright. Ist dieses Viech. Nein, das Viech ist so. Alter! Das Viech ist tatsächlich so schnell, dass es hier hinkommt. Ja, dann ist ja schon wieder GG jetzt. Scheiße. Ja, jetzt sitze ich ja hier fest. Das ist blöd. Ach.
Leave it to me. Der hielt sich so krass, dieser Sack. So krass. I can do this. It's my turn. Was? Okay. Ja, wenn er doch so schnell ist, dann weiß ich die Taktik gegen den nicht, um ehrlich zu sein. Ich weiß die Taktik nicht, um hier zu gewinnen. No. All right. It's my turn. Ich weiß beim besten Willen nicht, wie man das machen soll gegen den. Not yet. Thanks. Ja. Mit dem Serum Powder geht's halt, ne? Mit dem Serum Powder geht alles. Aber ich will Serum Powder nicht für diese scheiß Truhen benutzen. Toll, dass Alyssa und Garius jetzt Overdrive benutzen können. Das freut mich. Toll. Dafür habe ich mal wieder einen Serum Powder verschwenden müssen. Weil anders ist dieser Boss nicht zu besiegen. Wie? Wie soll das sonst gehen? Der hielt sich so... Du musst Glück haben, dass du irgendwie Crits zweimal hintereinander kriegst, damit du beide S-Crafts als Crit benutzen kannst. Und dann hast du vielleicht eine Chance. Aber das ist ja schrecklich. Schrecklicher Gegner. Okay. Right. Alright. Live-Leech-Gegner können in der Hölle schmoren. Aber ich möchte diese Truhen unbedingt schaffen. Da werde ich auch nicht leicht aufgeben, aber... Ah, Serum Powder. Das findet man auch nicht so oft. Wir dürfen das nicht zu inflationär benutzen hier. Overdrive! My turn. Now's our. I can do this. Now's our chance. Under. Here's our chance. Eigentlich muss man damit sparsam umgehen. No complaints here. Mirage Error. Mirage Error haben wir bekommen für Alyssa. Be careful, everyone. Okay. Got it. I can do this. Ah, statt... Nee, das ist eine neue Craft, okay. 50% Chance zu blinden. Onward. Here I go. My turn. No problem. Dann zeig uns den mal. Mirage Arrow. Zack. Okay. Targets eliminated. Success. I'm awesome. I spy with my little eye the good. Oh ja, Aerial. Aerial. Statt was? Statt was benutzen wir Aerial? Telas hat sie automatisch schon. Telas, ja, Telas hat sie aber auch so. Also Tiara ist ja nur fürs Healing. Aber Aerial ist halt eine sehr starke Attacke, ne? Ja, komm. 15 Damage, also 15 ATS weniger für ein bisschen weniger Damage mit Arts, aber dafür ein krasses Arts, um ich Aerial benutzen können. Das ist es, denke ich mal, wert im Endeffekt. Ein geheimer Gang. Mit einer weiteren Kiste. Enemy sighted. Here I go. My turn. Understood. Here's our chance. I can. I'll handle. Hostiles neutralized. I did it. Oh, look! There's a treasure chest. In der Tat, Alyssa, da ist eine mit Sleep drin. Ganz ruhig. Zack. My turn. Now. Let's move. Now's our chance. Jetzt ist Reen Level 60. Top. Hier ist ein Weg.
Ah, da ist tatsächlich auch noch ein Weg. Ach so. Ah. Also hier ist einer, der schon unten war. Und ich schätze mal, wenn wir jetzt an der Kiste waren, dann machen wir ihn hoch. Weil der gleichzeitig auch ein Weg für da oben ist. Und hier waren wir ja auch schon. Ja, genau, richtig. Hier konnte man vorher nicht weiterlaufen. Jetzt können wir's. Enemy sighted. Let's take them out. My turn. No problem. Wobei ich tatsächlich sagen muss, ich denke, es ist sogar eher der Tatsache verschuldet, dass diese Trial Chests ja immer nur zu zweit sind, als dass der Gegner Life Leech hatte. Also einen Gegner, der Life Leech hat, können wir hier mit der vollen Party können wir den kontern. Da bin ich mir sehr sicher. Aber mit nur zwei Leuten geht das nicht. Mit nur zwei Leuten, egal wer diese zwei Leute sind, die werden nicht in der Lage sein. Es sei denn, das sind vielleicht Vieh und Laura. Dann könnte es sein, dass wir eine realistische Chance haben. Ansonsten, na, weiß ich nicht. Glaube ich eher nicht. Oh, what? Ach so, ach so. Uno Sekundo. Den einen, den wir runtergemacht haben, der zu dem geheimen Gang geführt hat, auch der, wenn er oben war, war ein Übergang. Und zwar zu einer weiteren Challenger-Chest, aber eine, wo wir das ganze Team haben. Oh, look! There's... Well, ich bin so confident, dass ich da vorher nicht abgespeichert habe. Alter! Ja, ein Crit. Und das war's, oder? Good work, everyone. I'm so glad. That's what I. Ich finde es so geil, dass dieser gute Arbeit ihr alle und dann letzten Endes das aber vollkommen alleine gemacht hat. Das finde ich auch geil. Criminal haben wir bekommen. Offensive Arts machen Crit Damage. Okay. Für Spellcaster, die mit Arts generell immer nur angreifen, ist das optimale Quarz. Mal gucken, ob wir Emma vielleicht so bespielen werden, dass Emma mit offensiven Arts angreift. Ich denke mal, das passt auch sehr gut zu ihr. Die kriegt dann vielleicht dieses Master-Quarz, wenn sie jetzt keins hat, was zufälligerweise noch viel besser war. So, jetzt ist aber Boss-Time. Jetzt speichere ich vorher nochmal ab. Alter, das wird wohl ganz schön übel jetzt hier, schätze ich mal. Ach, wieder... Hä, warte mal. Ach so, das sind wieder diese Viecher? Sind da wieder die? Here I go! I'll handle it. Got it. No problem. Overdrive. Overdrive! Thanks. Here I go. Thank you. All right, let's do this. No problem. Ach, guck mal, selbst mit einem S-Ray kannst du Overdrive nicht beenden. Thanks. Thank you. Here I go. So, bevor diese Viecher wieder aufmüpfig werden. Sind wir in der Lage, sie mit S-Crafts komplett zu ficken. Und ganz ehrlich, selbst wenn es die Pussy-Taktik ist, ich mach's. Warum das Leben schwer machen, wenn man es doch einfach haben kann? Let's keep moving. Great. Done. Overdrive ist halt wirklich sehr, sehr stark, wenn du es richtig einsetzt. No complaints here. Look at me go. Vor allem mit Alyssa. Overdrive mit Alyssa, wenn sie Blessed Arrow zweimal hintereinander machen kann für das ganze Team, ist schon wow. Puh, das war schwer. Nee, also jetzt war es nicht. Trotzdem haben wir gewonnen. Was waren das überhaupt für Viecher? Die haben einen guten Kampf auf den Tag gelegt. Ich wünschte, ich wüsste das. Diese Tür sieht genauso aus wie die unter bei dem alten Schulhaus. Was ist da bloß auf der anderen Seite? Nun ja, weiter können wir wohl erstmal nicht gehen. Diese Tür. Ach, warum sage ich denn jetzt immer zur Door und nicht Tür? Warum übersetze ich denn nur Tür nicht? Diese Tür wird sich wohl nicht öffnen. Dann können wir auch einfach gehen für heute. Ich stimme zu. Ja, wir haben ziemlich viel, um das wir uns noch kümmern müssen. Schon ohne wissen zu wollen, was sich auf der anderen Seite dieser Tür befindet. Nun dann, lasst uns gehen. Ich wusste es. Als die Kamera so auf Reen schwenkte, war mir klar, dass wahrscheinlich wieder das gleiche passiert wie beim letzten Schrein. Wieder das. Bist du sicher, dass das ist, was du willst? Dieses Land, durch das ich wandern werde, ist eines von Chaos, Krieg und Blutverguss. Wenn du mit mir kommst, dann wirst du vielleicht niemals zurück zu diesem wunderschönen Ort kommen, den du zu Hause nennst. Und trotzdem möchtest du mit mir kommen. Oder möchtet ihr mit mir kommen? Ha, unsere Antwort wird sich niemals ändern, egal wie oft du uns fragst. Du bist Familie für uns jetzt, ein Bruder, der sein Land... Der dieses nordische Land genauso liebt, wie wir es tun.
Familienmitglieder brauchen keinen Grund, um sich gegenseitig zu helfen. Und sie wollen auch nichts im Gegenzug dafür haben. Wir sollten hingehen, wo die Winde und die Götter uns hinführen. Und die Göttin uns hinführt. Und das ist bei dir. Vielen Dank an euch alle. Ich bin stolz, jeden einzelnen von euch einen Freund nennen zu dürfen. Okay, ich habe erst gedacht, das ist vielleicht um Emperor Drykids. Das ist vielleicht irgendwie so eine Vision von Emperor Drykids sind von damals, ne? Bis dann noch der Thors Militärakademie gegründet hat damals und doch immer durch diese Lande gezogen ist. Ich glaube, der ist auch in den North Highlands mal gewesen. Darüber haben sie auch berichtet. Ist das vielleicht die Vorgeschichte von dem? Erleben wir gerade Emperor Drykids Vorgeschichte so ein bisschen in Flashbacks. Vielleicht. Es ist schon wieder passiert. Keine Halluzination. Es sieht eher so aus, als würde ich jemandes beobachten. Jemandes Erinnerung? Na, jetzt sollte ich mir darüber keine Gedanken machen. Das ist nicht die Zeit, das rauszufinden. Schon wieder also nicht. 3 AP mehr, vielen Dank. Und damit haben wir den Schrein erfolgreich gelöst. In jedem Schrein gibt es also scheinbar auch so eine Trial Chest und am Ende immer ein Boss. Ich hätte aber gedacht, dass das andere Bosse sind. Das sind aber immer diese Sonnenviecher. Let's get going. Yeah! So, das ist ja alles schön und gut und geil hier und gut, dass ich das gefunden habe. Dennoch fehlt uns noch eine wichtige Schlüsselfigur in dem Ganzen und das ist das Fohlen, was abgehauen ist. Wo ist denn das? Wo ist das Fohlen? Alice hat gesagt, dass sie es genau hier gesehen hat. Wo ist das Fohlen? Im nordöstlichen Teil der Highlands, vor nicht allzu langer Zeit. Oder warte mal. Das hier heißt... Ach, lol, doch, jetzt sehe ich das Ausrufezeichen. Doch, ich bin an dem vorbeigeritten, ich Vollidiot. Der ist da unten. Nicht hier hinten. Da hinten ist er doch, ich sehe ihn. Oder da, ich sehe es, das Fohlen. Das Pferd, ich sehe es. Da ist er. Schau mal da. Das Fohlen, nach dem wir gesucht haben. Ach, Gott sei Dank geht's ihm gut. Viel einfacher zu finden, als ich gedacht hätte. Zeit, ihn zu fangen. Oh nein, ist das wieder so ein Ding mit der Katze? Wie mit der Katze in Heimdallar? Quatsch, das war nicht in Heimdallar, das war in Röhr. Wow! Ja, ist es. Das Viech rennt genau dahin, von wo wir gekommen sind. Da haut er ab. Er ist auch ziemlich schnell. Und ziemlich lebendig, vielleicht ein bisschen zu lebendig. Vielleicht hat er Angst bekommen. Ernsthaft? Oder er gibt einfach keine Fucks. Sheda ist schon ganz Krankversorger und hier läuft er einfach rum, als wäre alles okay. Nun, wir können ihn nicht einfach in den Hochlanden rumlaufen lassen. Wir müssen hinter ihm hergehen. Genau. Du kommst mit, ob du willst oder nicht, du kommst mit. Ja! Da ist er ja. So, diesmal können wir ihn vielleicht kriegen. Nicht schon wieder. Sag mal, ihr seid aber, ihr steht auch immer nur daneben und guckt zu, ne? Hat er uns gerade ausgelacht? Pferde haben ein exzellentes Gedächtnis. Er hat sich wahrscheinlich an das letzte Mal erinnert, als er uns davon gekommen ist. Und jetzt denkt er, wir sind Vollidioten. Das ist unfair und gemein. Ich schätze mal, dass das teilweise daran liegt, dass er von seinen Leuten fast seit seiner Geburt getrennt wurde. Ich glaube nicht, dass wir uns sorgen müssen um seine Sicherheit. Er kennt das Leben in der Wildnis hier schon. Das wird ihm gut gehen. Sieht so aus, ja. Wo hast du gedacht, ist er jetzt langgelaufen? Er hat sich auf jeden Fall beeilt. Wir müssen einfach das Auge offen halten. Ich hab gerade ganz kurz gedacht, dass Claire damit andeuten wollte, dass sie dieses Pferd jetzt in der Wildnis lassen sollen. So von wegen, ja, der ist ja schon dran gewöhnt, ne? Der kennt das ja jetzt schon. Nein, wir lassen den aber auch trotzdem nicht hier. Aber sie meinte damit nur, dass wir uns keine Sorgen machen müssen, dass das Fohlen jetzt irgendwie stirbt oder so, wenn es wegläuft.
weil das Polen sich ein bisschen schon auskennt hier mit Überleben, sag ich mal, ne? So, er ist aber nicht mehr hier, aber hier sehe ich kein Ausrufezeichen mehr. Der muss irgendwo hier sein, oder? Oder bin ich jetzt... Warte mal, was? Wo ist der? Ach so. Der ist zur Siedlung? Der ist scheinbar zur Siedlung. Und hier ist noch eine Kiste, die ich vorher nicht gesehen habe. Hier sind wahrscheinlich noch viel mehr Kisten, die ich vorher nicht gesehen hatte. Weil diese Highlands eben so verdammt weitläufig sind. Aber ich hoffe, dass wir das meiste jetzt gefunden haben. Gott, der kleine Schlawiner lässt mich wirklich nochmal eine ganze neue Runde drehen, ne? That one looks nasty. Try to be careful, everyone. Ja, gegen den muss ich ja auch nicht unbedingt kämpfen. Oh! Yeah. Ach, nö. Ach Gott, okay. Wir haben hier wieder eine Challenge. Okay. Okay, wen trifft's diesmal? Evans, Reen und Alyssa werden zumindest werden, ne? Alyssa und Milliam. Hm. Bring it on. I can do this. Ja. Aerial vielleicht? Let's go! Aber Millie macht erstmal Giant Breaker. Das wird geblockt. I can do this. So. Now's our chance! Ah, here I go. Jetzt brennt sie, ist aber nicht ganz so schlimm hoffentlich. No. Oh Gott, doch, es ist schlimm, weil es so viel Damage ist. Warum macht jeder Gegner hier so viel Damage? Also es ist gleich immer fast ein One-Hit eigentlich, ne? Kann man sagen. Sledge Impact, komm, hau mal deine neue Attacke raus hier. Boah, Alter, ey. Heil, Million, bitte. Ja, ich bin nur am Healen eigentlich. Immer nur durchgehend am Healen. So, Zero Arts können wir ausnutzen. Definitiv. Ja. Ausweichen. Ja, ausweichen ist genau das, was eben so unfassbar krass ist in dem Game, ne? Ausweichen ist so strong. Du kannst hier nur richtig krass sein und mal selber zur Attacke kommen, wenn du richtig oft ausweichst. Und deswegen ist Vieh als Evade-Tank so wichtig. Und auch Reen. Soll definitiv Evade 2 jetzt wieder bekommen, sobald wir das Quarz finden. Let's get going. Yeah! Evasion ist einfach super wichtig in dem Game. Man kann nicht nur auf Defense setzen, man muss ausweichen. Und dann, wenn man dann halt auch sofort countert, dann ist gleich ein doppelter Bonus. Du wirst nicht getroffen, triffst aber selbst. Da hinten sehe ich auch noch eine Kiste, die wir noch nicht holen, die wir noch nicht geholt haben. Ist sogar eine gute Kiste. I spy with my little eye the goods. Cloud Rope haben wir schon. Das ist also nichts Neues. Das ist ja auch nur für die Ladies. Hat irgendjemand das noch nicht? Ne, alle Ladies haben die Cloud Rope. Aber können wir halt verkaufen für Geld. Ist ja auch eigentlich ganz nice. Dun dun dun. Sag mal, ich bin doch komplett falsch hier, oder nicht? Nee. Wenn ich hier noch einmal abbiege, dann nicht. So, jetzt sag mir nicht, das Pfohlen ist hier hingelatscht. Hm? Was ist los, Reen? Ach, nichts, ich habe nur etwas gespürt. Jetzt, wo du es erwähnst? Ich frag mich, ob das Folgendes sein könnte. Wir sollten uns umschauen, nur für den Fall der Fälle. Ich war ja auch übrigens noch gar nicht, ich war noch gar nicht in dem einen Zelt, was hier noch steht, ne? Aber da kann man, glaube ich, auch nicht rein. Das ist zumindest auch als nichts Besonderes auf der Karte markiert. Kann man hier rein? Das Lagerhaus von der Siedlung, da ist nichts drin. Aha, ein leeres Lagerhaus, ja. Ja, es trinkt. Das Pfohlen trinkt hier. Da ist er ja. Was tut er denn? Gibt's da noch restliches Essen drin oder so? Dort hat seine Mutter ihn normalerweise gefüttert. Ich frag mich, ob... Irgendwas schnüffelt er da. Vielleicht vermisst er den Geruch seiner Mutter.
Ja, das macht schon Sinn. Er ist schon die ganze Zeit alleine gewesen. Ach du armes, armes Ding, du. Vielleicht wird er uns ja jetzt glauben, dass wir nicht seine Feinde sind. Ich denke, ihr habt recht. Die zwei Pferde, mit denen wir hierher geritten sind, stehen ihm relativ nah. Ich werde sie mit herbringen und schauen, ob sie ihn überzeugen können, mit uns zu kommen. Okay, sehr schön. Danke, Gaius. Ist doch alles gut. Das ist okay. Wuhu, hat funktioniert. Sehr schön. Lasst uns zurück zur Siedlung. Ich kann nicht glauben, dass ich ihn wirklich gefunden habe. Danke, danke. Wir sind einfach froh, dass wir das konnten. Er sieht auch sehr glücklich aus, wieder bei seiner Mutter zu sein. Er hat es uns echt nicht leicht gemacht, aber am Ende, muss ich schon sagen, war es das wert. Ein guter Wind muss uns zu Erfolg geführt haben. Einer muss mich auch. Einer muss mir auch wohlgesonnen sein, denn er hat euch hierher gebracht. Ich kann euch auch nicht mit leeren Händen nach Hause gehen lassen, nicht wahr? Also, nehmt das hier bitte. Okay. Jo, einmal alles zum Mitnehmen scheinbar. Dankeschön, wir werden sie zu gutem Nutzen packen. Kümmer dich gut um ihn, ja? Werde ich. Es sieht nicht so aus, als hätte er Verletzungen oder so. Seine Hufen sehen auch okay aus. Du warst für eine Weile in der Wildnis, ne? Also, lass mal schauen, ob wir dich nicht ein bisschen auf Vordermann bringen können. Hm? Was? Hey, wo grenzt er denn jetzt hin? Warte, warte. Ach, da haut er wieder ab. Zu seiner Mutter wieder zurückzukehren, hat nicht dafür gesorgt, dass er weniger Ärger bereitet. Hoffentlich wird er sich irgendwann mal beruhigen. Für die arme Schäder. Ja, er rennt aber wenigstens jetzt nicht aus der Siedlung raus, sondern nur, ja, quasi in diese Richtung, ne? Zu den anderen Pferden oder halt hier noch weiter vorbei an dem Haus. Aber ich glaube, hier kommt man nicht mehr weg, ne? Das ist eine geschlossene Veranstaltung hier. So, wir haben des Weiteren auch die Monster besiegt. Das wollen wir vielleicht auch noch... Hä? Warum soll ich das ihm sagen? Warte mal. Ach so, ich dachte, ich sollte das dem anderen sagen. Also Gaius Vater, aber okay. Dann sagen wir das dem Ältesten. Ihr konntet diese Militärmonster ausschalten, nicht wahr? Wundervolle Nachrichten. Ja, konnten wir. Obwohl gegen sie zu kämpfen uns wieder mal erneut klar gemacht hat, wie schlimm die Situation hier in den Hochlanden doch ist. Es ist irgendwie beunruhigend daran zu glauben, dass ein Ort, der mal so friedlich und ruhig war, jetzt diese Monster hat. Naja, die anderen Monster sind da trotzdem noch, ne? Aber die sind nicht so aggressiv, das stimmt wahrscheinlich. Diese Jäger werden wahrscheinlich noch mehr von ihnen freilassen. Es gibt keine Garantie, dass sie das nächste Mal nicht wieder die Siedlung angreifen. Richtig, dieses Problem können wir nicht ignorieren. Ich kann nicht abstreiten, dass das wahrscheinlich wegen dem Krieg ist, der sich momentan um uns herum befindet. Aber wir haben keinen Hass gegenüber unserem Schicksal. Selbst wenn wir unser Land verlassen müssen, wird sich unsere Art zu leben nicht ändern. Also während wir es schön finden, dass ihr euch so viele Sorgen macht, versucht nicht von euren Emotionen gefressen zu werden und das wahre Ziel aus den Augen zu verlieren. Ich schätze, du hast recht. Trotzdem, ihr habt alle meinen Dank. Auch vielen Dank für die ganze Siedlung an euch. Oh, bitte nehmt das hier. Ein traditioneller Gegenstand hier in der Siedlung und ich möchte das... Und ich denke, dass er euch gute Dienste erweisen wird. Ein Armband ist das, glaube ich, ne? Ja, ein Nord-Armband. Digga. Vielleicht sollte ich euch auch die hier geben. Ja, gerne. Vielen Dank, wir werden sie zu gutem Nutzen packen. Da bin ich mir sicher, ja. Also passt auf euch auf und mögen die Winde und die Göttin mit euch sein. Damit haben wir das erstmal abgeschlossen und wir haben Nord... Okay. Achso, das konnte man vorher sogar kaufen, ne? Richtig? Ja, dann kriegt Vieh das einfach mal, warum nicht? Gut, damit haben wir alle Quests. Und Leute, dann geht's im nächsten Part für uns wirklich zum Watchtower. Mal schauen,
ob wir das, was wir anfangen, hier auch zu Ende bringen. Ob wir es schaffen, diesen Störsender zu entfernen oder ob uns vielleicht doch wieder jemand in die Quere kommen will. Wenn hier so viele Jäger sind, dann frage ich mich, ob vielleicht auch wieder dieser Xeno und dieser Leonidas kommen, aber ich glaube, dass diese Jäger hier, die sind ja nicht... Also Jäger ist nicht gleich Jäger. Das sind ja fies alte Freunde da gewesen und die gehören aber, glaube ich, nicht zu diesem Jägertrupp hier. Vielleicht also auch jemand völlig anderes. Nun gut, bis zum nächsten Part. Haut rein und ciao.